So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Star Wars The Old Republic. So, wir werden es mal auf den Weg nach Tatooine runter machen, auf die Planetenoberfläche. Denn da wartet quasi unsere nächste Aufgabe für die große Jagd auf uns. Werden wir gleich mal gucken. Wird wieder ein bisschen umfangreicher, ne? Wer sich schon ein bisschen auskennt mit der Planetenquest-Reihe von Tatooine. Werden wir tatsächlich eine Weile brauchen, bis wir auf Tatooine dann wieder durch sind. Werden wir hier also ein bisschen mehr Zeit verbringen. So. Werden wir dann immer mal wieder gucken, dass wir den einen oder anderen Rare-Elite mitnehmen und wenn sich die Gelegenheit anbietet, werde ich vielleicht auch das ein oder andere Datacon nochmal zeigen, wie man da hinkommt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstes sollen wir uns bei einem Druiden melden, ne? Verkehrsregelungsdruiden. Da werden wir mal als erstes hinlaufen. So. Müssen wir immer mal so ein bisschen im Auge behalten. Wir werden jetzt gleich drei violette Questmarker kriegen. Wie gesagt, die werden die Planetenquest auch noch annehmen. Dementsprechend müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht leicht mal verlaufen in irgendeiner Hinsicht. Okay, achso, es ist hier oben irgendwo. Es scheint hier oben zu sein. Ah ja, da hinten ist es schon. Verkehrsregelungsdruide. Das ist ja auch witzig. Frachter Mühlnockfodder 62009, bitte auf Landeerlaubnis warten. Ich suche einen Devaronianer namens Tiresios Lokai. Hast du Aufzeichnungen über ihn? Ich scanne meine Datenbank. Einen Moment bitte. Meinen Aufzeichnungen zufolge gibt es momentan nur einen Devaronianer im Raumhafen. Einen Händler namens Gela Rowing. Ich wette, dass Gela Rowing nur ein Deckname für Tiresios Lokai ist. Gehen wir mal stark von aus, ne? Wie gesagt, man kann zwar seinen Namen ändern, aber seine Spezies kann man halt nicht vertuschen. Wo kann ich diesen devaronianischen Händler finden? Gela Rowings Schiff wartet in Startrampe 64 auf Starterlaubnis. Wünschen Sie, dass ich ihn kontaktiere? Das Schiff fliegt nirgendwo hin. Verstanden? Ich kann Gela Rowings Starterlaubnis nicht aufheben. Aber es sind noch 6 andere Schiffe vor ihm an der Reihe. Wenn Sie sich beeilen, erwischen Sie ihn vielleicht noch. Wir haben ein Jetpack, ne? Was soll schon schief gehen? Wenn wir uns beeilen. So, da müssen wir mal gucken. Müssen wir natürlich wieder nach unten. So viel zum Thema Verlaufen. Gucken wir mal. So. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen, den rechtzeitig noch abzufangen. Aber da ja noch einige Schiffe vor ihm dran sind, wie wir gehört haben. Wenn nicht, müssen wir dezent ein Loch reinballern. Wie lange kann es dauern, bis man auf diesem schäbigen Raumhafen eine Starterlaubnis bekommt? Dämliche Einheimische. Ihr seht etwas verloren aus. Kann ich euch helfen? Man sagte mir, dass ihr nur schwer zu fassen seid, Lokai. War wohl ein Irrtum. Tut mir leid, aber ihr irrt euch. Ich bin Gela Rowing, ein Gleiterhändler von Nar Shaddaa. Wenn ihr interessiert seid, könnte ich euch für den neuen T9 einen guten Preis machen. Ich bin nur leider etwas in Eile. Besucht mich doch auf Nar Shaddaa. Ich heiße Rowing. R-O-I-N-G. Das Spiel ist aus. Ihr seid Tiresios Lokai. Tut mir leid, ich kenne keinen Tiresios. Wer seid ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich bin ein Kopfgeldjäger. Was sollte ich sonst sein?
Das ist lächerlich. Ich habe in meinem Leben noch nie etwas verbrochen. Schießt, ihr Trottel! damit haut er ab. Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass er hier noch... Lol. Da haben sie sogar die NPCs mit eingemischt in die Schießerei, glaube ich das? Halt! Ich gebe auf! Ich habe mit diesem Abschaum nichts zu tun! Er wollte uns hier sterben lassen! Er zahlt gut, aber er hat uns nie gesagt, dass wir es mit Leuten wie euch zu tun bekommen. Tja... Was springt bei dem Job so raus? 10-mal so viel wie üblich. Er war verzweifelt und jetzt weiß ich auch warum. Ich will nicht noch mehr Ärger. Ich sage euch alles, was ich weiß. Der Devaronianer hat erzählt, dass sein Raumschiff von einem Kopfgeldjäger abgeschossen wurde. Er ist dann durch die Wüste in Richtung Mos Ila gelaufen. Verdammtes Glück, dass er es geschafft hat. Wo hat sich Tiresias denn diesen Blechhaufen erbettelt? Oh, das war das Unglaublichste, was ich je erlebt habe. Da war dieser Kopfgeldjäger. Hässlicher kleiner Rodianer. Und noch bevor wir unsere Blaster ziehen können, handelt der Devaronianer ein Geschäft aus. Er hat den Kopfgeldjäger nicht nur bestochen, sondern ihn auch noch überredet, sein eigenes Raumschiff zu verkaufen. Wohin ist dieser Kopfgeldjäger gegangen, nachdem er Tiresias sein Schiff verkauft hat? Der Rodianer feiert eine Privatparty in einem Club außerhalb der Stadt. Er wirft mit Credits um sich wie mit Sand. Ich habe die Registrierung des Schiffs mit bekannten rodianischen Kopfgeldjägern abgeglichen. Wir haben unseren Konkurrenten. Vibo Lungs. Trifft mit dem Blaster immer ins Schwarze, aber ist wohl ein bisschen faul. Ein Wunder, dass er es so weit geschafft hat. Seine Faulheit könnte erklären, warum er so leicht zu kaufen war. Ich würde gerne seine Version der Geschichte hören, falls er ihn nicht einfach niedermacht. Wenn Tiresias unseren Konkurrenten schon einmal gekauft hat, wird er es vielleicht wieder versuchen. Warum nicht einen Kopfgeldjäger mit einem Kopfgeldjäger bekämpfen? Das sind nützliche Informationen, oder? Bitte lasst mich gehen. Das war nie eine persönliche Angelegenheit. Wenn ich euch je wieder treffe, seid ihr ein toter Mann. Ihr habt recht. Ich bin ab sofort nicht mehr im Dienst. Besser wär's für ihn, ne? Gute Idee, ihn am Leben zu lassen. Er wird den anderen Söldnern sagen, dass wir gefährlich sind. Wir sollten eurem Konkurrenten einen kleinen Besuch auf seiner Feier abstatten. Das ist unsere einzige Spur. Erstaunlich, aber so ein bisschen... Oh. Erstaunlich, aber tatsächlich... Das scheint auch neu zu sein, ne? Jetzt bekommt man immer für einen bestimmten Abschnitt an Quests, die man geschafft hat, aber nochmal extra Belohnung, scheint mir. Cool. Nehmen wir natürlich gerne mit, ne? Nehmen wir natürlich gerne mit. Da sagen wir nicht nein. Ist aber tatsächlich wieder heftig, wie viel EP wir schon wieder kriegen. So. Ui. Not bad. Nehmen wir gleich mal alles mit. Das ist cool. Haben wir ein ganzes Ende an Ausrüstung gerade schon wieder gekriegt, ne? Na, das hat sich schon mal gelohnt. So, dann werden wir unserer guten kleinen Marco mal wieder ein paar Geschenke in die Hand drücken. Was ist das hier? Sammeltresorkiste. Kriegen wir noch mal ein bisschen Dekokram. Klassenmissionsschub. Na gut, den brauchen wir eigentlich nicht. Können wir mal aufheben, aber wie gesagt, eigentlich brauchen wir den nicht. Dann wollen wir mal wieder so ein bisschen durchsortieren. Das können wir eintauschen. Sydney, grüß dich, schönen guten Abend. Danke. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. So. Wie, die freut sich nicht. Oh. Das wäre nicht nötig gewesen. Ganze 6 Einflusspunkte, ne? Ich bin ja sprachlos vor Begeisterung. So, so langsam aber sicher stapeln sich wieder die Begleitergeschenke bei uns, scheint mir. So, und wehe, darüber freut sie sich jetzt nicht. Oh. Naja. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das klang jetzt nicht so überzeugt, ne?
So, tauschen wir alles mal so ein bisschen durch. Oh, das habe ich gar nicht mehr vollgenommen. Seht doch mal, gut, dass ich nochmal geguckt habe. Hey. Sehr schön. Danke. Also Begeisterung klingt für mich ein bisschen anders, ne? Also CD kannst du gerne machen, machen wir dann aber erst nach dem Live-Let's Play, ne? Also sprich im Anschluss dann. So. Machen wir dann quasi im Anschluss an das LP. So, sehr schön. Ich war tatsächlich auch wieder fleißig und habe wieder ein bisschen was organisiert zum etwaigen Verlosen. Ich war mal wieder ein bisschen shoppen heute. So. Muss ich bei Gelegenheit dem guten Tenno tatsächlich auch nochmal anschreiben, denn er hat im letzten Stream anmerken lassen oder angemerkt, dass er dementsprechend was zusteuern kann. An diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Bin ich dann natürlich dann dankbar dafür, ne, wenn ich da ein bisschen Unterstützung kriegen kann in der Hinsicht. Hat mich sehr gefreut. Nehme ich dann natürlich dankend an. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr, was wir immer mal verlosen können. So. Dann werden wir mal die Planetenquest noch mit annehmen. Ah, ein weiterer Söldner. Wenn ihr einen Moment wartet, kann ich euch den Weg zum Forschungszentrum beschreiben. Ich wusste nicht, dass es hier ein Forschungszentrum gibt. Ihr seid... Entschuldigt, mein Fehler. Ein Großteil des imperialen Verkehrs, der hier durchkommt, ist für die archäologische Expedition reserviert. Sicherheitssysteme, wissenschaftliche Ausrüstung. Sie sagen mir nicht, wofür. Wie dem auch sei, wenn ihr nach Arbeit sucht, sprecht am besten mit Captain Gola. Nach Arbeit weniger, aber nach Credits. Das war wirklich hilfreich. Das sind die Koordinaten des Zentrums. Ich gebe Bescheid, dass ihr auf dem Weg seid. So, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Muss ich tatsächlich... Wie sieht es aus mit den ganzen Imperialen hier? Das ist kein gutes Zeichen. Vielleicht sollten wir uns bedeckt halten. Naja, ich meine, es ist ein Schmugglerplanet, ne? Der wäre an so einem Ort nicht nervös. Das hat unsere kleine Marco wohl ein bisschen überbewertet. Ich meine, ich denke mal auf Tatooine, auf so einem unwirtlichen Planeten. Er werden jetzt nicht atemberaubend viele Leute im normalen und seriösen Handwerk nachgehen. Da kann man durchaus mal davon ausgehen, dass es hier die ein oder andere dubiose Machenschaft noch im Hintergrund gibt. So, zusätzliche Quests nehmen wir auch mal ruhig an. Ich weiß nicht, was ihr hier wollt, Kopfgeldjäger. Niemand auf dieser Staubkugel ist es wert, getötet zu werden. Wollt ihr der Exchange vielleicht einen Schlag versetzen? Je schneller das Imperium mit ihnen fertig wird, desto schneller können die meisten von uns wieder nach Hause. Diese Verbrecher schmuggeln unsere Sprengsätze aus Mos Ila raus und verkaufen sie der Republik. Wir müssen ihnen zeigen, dass das eine schlechte Idee ist. Wichtigste Frage zuerst, ne? Die Frage nach der Bezahlung. Wenn die Bezahlung stimmt, bin ich interessiert. Mit euren Fähigkeiten habt ihr der Exchange sicher schnell eine Lektion erteilt. Die paar Stunden können wir uns wohl leisten. Die Exchange versteckt ihre Beute in Seitengassen, um später alles in einer großen Lieferung wegzuschaffen. Wir brauchen unsere Sprengsätze zurück und müssen herausfinden, wer ihre Operation leitet. Wenn ihr uns helft, bekommt ihr die Standorte aller verdächtigen Verstecke. Aber seid vorsichtig. Wir haben bereits einige gute Soldaten an die Exchange-Wachen verloren. Nichts und niemand stellt sich mir in den Weg. Mhm. Wenn ihr von ihren Männern angegriffen werdet, durchsucht sie. Sie müssen irgendeine Basis haben, eine Kommunikationszentrale. Die Sicherstellung der Sprengsätze ist wichtig. Aber wir müssen auch ihre Anführer beseitigen, um das Problem ein für alle Mal zu lösen. Die Anführer beseitigen. Es ist immer gruselig, wie einfach sich das Imperium immer Ausrüstung klauen lässt, ne? So, ich würde sagen, wir machen erstmal hier noch die Quest schnell. Beziehungsweise müssen wir ja tatsächlich erstmal starten. Ist ja so ein bisschen die Pre-Quest für den Planeten. Kyla, ich brauche diese Wasserdaten. Ohne Bericht bekommen wir keine Versorgungsgüter mehr. Tut mir leid, Sir.
Ich überprüfe das so schnell es geht. Sand in den Anzeigen. Mist. Holt ein paar Techniker aus der Region her. Vielleicht können sie das reparieren, während ich unsere Gäste begrüße. Mit dem Staubsauger raussaugen den Sand. Captain Gola, imperialer Bergungsdienst. Ich habe Ausgrabungen auf Siost, Malachor 2 und Nimdrovis geleitet. Aber außer Hitze und Staub hatten wir nichts als Ärger. Euer Mann am Raumhafen sagte, das hier wäre ein Forschungszentrum. Nicht gerade standesgemäß, aber ja, Mos Ila ist unser Hauptquartier. Captain, ihr hättet Bescheid sagen sollen. Ihr wisst, dass ich Besuch liebe. Captain Gola und seine Crew unterstehen mir. Ich bin Darth Silta. Sie sind meine Hände und graben und schürfen dort, wo ich es nicht kann. Wir sind nach Tatooine gekommen, um ein Rätsel zu lösen. Von toten Männern und Wüstengeheimnissen. Nicht zur Eroberung, sondern wegen Energie. Was könnte das Imperium auf dieser Staubkugel wollen? Ich hatte diese Welt auch lange für unbedeutend gehalten. Jetzt nicht mehr. Das Imperium fand kürzlich eine beschädigte Fähre, die durch den Raum trieb. Sie kam von einer Forschungsbasis der Cherker Corporation auf Tatooine. Cherker hatte Artefakte von Tatooine, die sie als Fund des Millenniums anpriesen. Mysteriöse Geräte mit der Energie einer Sonne. Aber einen Monat nach dem Start der Fähre verschwand ihre Forschungsbasis. Cherker tauchte nie wieder auf. Irgendwo in dieser Wüste liegt genügend Energie, um eine Welt zu zerstören. Eine Galaxis neu zu erschaffen. Mein Team wird die Cherker-Basis finden und mit ihr diese Artefakte. Wir werden ihre Geheimnisse erfahren. Begleitet ihr uns? Ist immer traurig, dass sowohl Sith als auch Jedi nie aus Fehlern lernen. Ne? Immer, wenn es darum geht, Superwaffen oder gefährliche Technologie zu bergen, fehlt immer die angemessene Vorsicht bei der Sache. Ne? Für ausreichend Credits finde ich alles, was ihr wollt. Ha, das ist wundervoll. Unsere Familie erhält Zuwachs, Captain. Wenn ihr das sagt, mein Lord, willkommen im Team. Nun, verteilt in der Wüste im Schutz von Höhlen lebt ein Volk, das sich die Söhne von Palawan nennt. Ein Stamm mit strengen Ritualen, der nach Tatooine kam, um sich gegen die Elemente zu behaupten. In einer Siedlung in der Nähe ist etwas, das wir brauchen. Wie wollen Sie das tun? Sie rammen ihre Fäuste in den Sand und bohren so nach Wasser, anstatt Vaporatoren zu verwenden, wie man es erwarten würde. Aber die Söhne von Palawa haben vor allem einen Hinweis auf das Schicksal von Cherker. Was war es noch gleich, Captain? Experimentelle Kampfdroiden, die mit Turbolasern, Schilden und wer weiß was bewaffnet sind. Cherker-Droiden, zweifellos von den Söhnen von Palawa umgebaut. Und die Stammesangehörigen wollen nicht teilen. Ist ein bisschen kurios an sich, ne? Beziehungsweise lehnen Technologie ab, um lebensnotwendige Sachen wie Wasser zu bergen, ne? Aber benutzen Druiden, um sich zu verteidigen. Voll Widerspruch in sich irgendwo. Ich habe alles im Griff. Seit das Imperium Mos Ila erobert hat, sind wir Eindringlinge für die Söhne von Palawa. Sie schießen auf jeden, der in ihre Nähe kommt. Aber wieso sollte euch das aufhalten? Wenn die Droiden wirklich von Cherker sind, will ich deren Geheimnisse lüften. Zerlegt sie. Schält die Droiden aus ihrer Rüstung und bringt dem Captain ihre Verbohirne. Dann werden sie uns zur verschollenen Cherker-Basis führen. Ist auch immer so witzig, ne? Auch wenn Droiden keine biologische Lebensform sind, sind sie ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise dementsprechend, naja, nicht direkt eine Lebensform, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ne? Es wäre jetzt genauso, als wenn er gesagt hätte oder uns einen Auftrag gegeben hätte, wir sollen irgendwelche Humanoiden aus ihren Körpern rausschneiden, ne? Oder Gehirn aus ihren Körpern schneiden. Das macht die Sache nicht besser. So, ich würde mal sagen, da wir bei 20 Minuten sind, machen wir mal eine Pause an der Stelle. Kleinen Cliffhanger, kleines Folgenpröschen. Nächste Folge werden wir uns dann erstmal hier in Mos Ila der Nebenquest hier nochmal widmen. Und dann werden wir uns in die Weiten der
Wüste von Tatooine wagen, ne? Da dementsprechend unsere Klassenquest und auch die Planetenquest weiterverfolgen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gerne Däumchen da lassen. Gerne auch ein Abo, ne? Ich freue mich über jeden, der den Weg in unsere feine kleine Gemeinschaft findet. Und ja, dann sehen wir uns schon in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.